Hallo und erstmal herzlich willkommen zu meiner WM-Vorhersage. Und zwar werde ich jetzt hier die WM vorhersagen, was hier passiert. Also nochmal, auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder, wenn die Gruppenphase vorbei ist, dass wir uns dann auch den Turnierbaum ansehen können. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Und zwar ist die Niederlande weitergekommen, England. Argentinien ist leider ausgeschieden. Frankreich ist weiter. Deutschland auch ganz knapp weiter. Belgien ist weiter. Brasilien ist weiter, aber auch haarscharf. Und Portugal ist weiter. Also bis jetzt sehen die. Sieht's tun ja noch ganz schön offen aus. Also die nächsten Partien sind England, Niederlande gegen USA, Frankreich gegen Polen und ja. Ihr werdet das dann alles dann später sehen, wer dann der spätere Weltmeister wird. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also gut, die Viertelfinalpaarungen. Niederlande, Mexiko, Spanien, Schweiz, Frankreich, England und Belgien, Brasilien. Also Deutschland ist im Achtelfinale raus, laut meiner Vorhersage. Ich kann es leider nicht beeinflussen, weil ich simuliere das alles. Und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht mit den nächsten Paarungen. Also wer dann halt im Halbfinale steht. So, im Halbfinale stehen Niederlande, Spanien und England, Belgien. Mal sehen, wer ins Finale einzieht und wer um Platz 3 spielen muss. Wir werden sehen. Oh, das Turnier nimmt ganz harte Wendungen an. Also laut meiner Vorhersage steht Niederlande und Belgien im Finale und Niederlande und England stehen halt um den dritten Platz. Also wir sehen uns jetzt im Gameplay. Wir werden das Spiel vorhersagen, was dann der Weltmeister wird. Und um diesen Pokal geht es. Willkommen im Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Hier sehen wir nochmal alle Highlights. Ja. Jetzt sehen wir die Spieler nochmal einlaufen und wie das Turnier verlaufen ist. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Hier sehen wir sie. Die zwei Mannschaften, die wirklich Top-Leistung gebracht haben in diesem Turnier. Und jetzt heißt es, die goldene belgische Generation gegen die jungen Wilden von Niederlande, die hungrig auf den Titel sind, die vielleicht alle beide ihren ersten Weltmeistertitel gewinnen können. Ja, wir klingen das jetzt weg. So. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Szene wieder. Jetzt Depay. Ah, schöner Schussversuch, aber Kurt war mit der klasse Parade. Jetzt Ecke. Und Kurt war mit der Glanzparade. Zur Halbzeit steht es immer noch 0 zu 0. Mal sehen, wie dieses Finale ausgeht. Die Niederländer jetzt nochmal mit dem schönen Angriff. Flanke in die Mitte und übers Tor. Anstoß zur Verlängerung. Alter. Und das sind die ersten 15 Minuten vorbei. Und es steht immer noch 0-0. Und beide Mannschaften spielen wirklich ihr Spiel ihres Lebens. So, jetzt noch ein Angriff von Belgien und von Niederlande. Und dabei ging über das Tor wieder. So, es geht ins Elfmeterschießen. So, Elfmeterschießen. Depay. Mit dem ersten Schuss. Und Courtois hält den Shit.
Übers Tor, okay. Ja. Alter, ich will diese Scheißhilfe nicht mal angezeigt haben. Und die Jung mit dem ersten Tor. Und jetzt der nächste Schuss von Niederlande. Das zweite Tor. Oh. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wie diese Scheißhilfen endlich mal wieder ausgehen. Und aus, das Spiel ist aus. Niederlande ist Weltmeister. Alle Fans rasten wirklich aus. Also das muss ich euch sagen, die Animation ist wirklich geil. Courtois in Elfmeterschießen geschlagen. Aber im Spiel gar nicht. Und mit mehreren Fehlschüssen dann Glanzparaden von Courtois. Und ja, dieses Team hat sich es verdient, diesen Pokal in Händen zu halten. Und Niederlande ist Weltmeister 2022. Wir genießen die Atmosphäre und ja, lasst es euch von den Kommentatoren noch ein wenig weiter erzählen. Und ja, jetzt laufen sie noch ihre Siegerrunde alles. Und Applaus an dieser Mannschaft. Da haben wir unseren Turnierbaum mit den aktuellen Weltmeister. Also, dann Leute, wenn euch dieses kleine Video und diese kleine Vorhersage euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, ein kleines Abo zur Unterstützung. Dann auf jeden Fall unten rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Unten links seht ihr mein FIFA 22 Projekt und oben links seht ihr mein FIFA 21 Projekt. Dann auf jeden Fall, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Kasimar.